So, oh, ich hab 11, 13 von 15 Fischis. Ja, nur alleine durchs Testen gerade. Rohe Salamander. Oder? Nee, noch nicht. Aber dafür habe ich einen Hebel rausbekommen. Das dahin, das dahin, das dahin, das dahin. Der Triple Fire kommt hier rein. Der Pufferfisch kommt dahin. Die Steine kommen einmal da, der Eimer dahin. Jetzt brauche ich ja neues Essen. Ich hau mir mal die Fischis durch. So, dann komme ich mir jetzt mal deine Konstruktion an, Lunzen. Mach mal kurz was. Obwohl, nee, mach ich. Oh, Karotten. Die noch nicht abernten, bitte. Doch, die reifen. Ich brauche Essen, ich habe nichts mehr. Ja, aber die muss ich noch anpflanzen. Ich habe doch die wieder gesetzt, die ich abgemacht habe. Nee, ich meine, das ganze Feld über muss ich dir ja noch setzen. Oh, meine Güte. Du nimmst die einzigen, natürlich. Also ganz, ich habe jetzt 6 Dinger abgeerntet, habe 16 plus die 6, also 22 Karotten rausgekriegt, habe die 6 wieder gesetzt, wegen den 16 geht's weiter. Ja, was meine ich zum Beispiel schon wieder? Jeder hält sich an die Regeln, außer Ike. Der macht seine eigene. Ey, ganz ehrlich, du hast meine Felder hinten abgeerntet, ja? Ich habe nichts zu essen im Haus. Wir wollen mal ein paar Karotten klauen dürfen. Aber dann nehmen wir doch das voll ausgewachsene Weizen und macht dir Brot zum Beispiel. Was 2 Blöcke daneben wäre. Ey. Diese Logik verstehe ich teilweise halt nicht. Warum machst du das hier so runter? Weil die sonst, wenn sie wieder oben sind, wieder zurückfahren. Und außerdem hätte ich da unten dann eine Trichterfunktion, dass die alles automatisch aussagen können. Da war mein Crap drin. Erstens, das sieht scheiße aus, weil dann dort ein Dirtblock ist. Zweitens, hast du noch eine Antriebsschiene? Ja. Setz mal bitte hier vorne eine hin. Also natürlich mit Block drunter. Ja, gib mal her. So, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Übrigens, das funktioniert nicht, die ist nicht gepowert. Das müsste normalerweise funktionieren. Dann machen wir das halt so. So. Normalerweise bleibst du doch. Hä, warum hast du hier. Was sind die gleichen? Das liegt daran, dass ich ziemlich viel rumprobieren musste, bis die Lore überhaupt unten oben ankam. Also die mit Ladung. Die andere ohne Probleme. Hättest du mir nicht alle zuwerfen können? Ah, okay. Das meine ich. Und das passiert dann nicht, wenn die da runterfahren, weil zurück hochkommen. Aber normalerweise bleiben die stehen, wenn dort ein Block davor ist und eine Antriebsschiene. Die fährt normalerweise nicht zurück. Das dürfte also nicht passieren. Ich habe ja auch noch diese Activator Rails, die waren ja in der Kiste vorher drin. Falls die damit irgendwas ändern. Die könnten mal so eine setzen, klar. Ich glaube, du hast den Level auch aufgesammelt. Ah ne, der ist noch unten. Achso, hier, du wolltest doch eine haben.
fahre ich erstmal runter. Kannst du dich nicht eigentlich in meine mit einsetzen? Kannst du erstmal ganz durchfahren. Nicht aufgesammelt. Darko? Darko, guck mal, was ich in der Hand hab. Renn! Na los, schieß! Renn! Wie viel? Ein halbes Herz. Okay, die hat nur Power 2. Ey! Ernsthaft? Ich dachte, du wolltest wieder zurück. Ich muss die da sowieso noch wieder ausmachen. Weil ich hier hatte ich auch probiert, die irgendwie zum Stoppen zu kriegen. Nö. Scheiße. Ey! Fährst du jetzt auch? Ja. Warum in die Richtung? Mann. Hier. Warum? Jetzt entscheide dich bitte, in welche Richtung möchtest du. Die kommt gleich wieder. Bis sie wiederkommt. Ist das die Glücke? Ja, ist sie. Kannst du mitkommen? Ey, du Darko. Die sind immer noch von letzter Session. Da bist du zu früh aus der Mine rausgegangen. Nö, ich hatte da einfach keinen Bock mehr. Klaut er mir die Level, der Arsch. Also aus, als hättest du es liegen lassen. Sehe ich so aus, als ob ich Level liegen lasse? So. Den Kopf wieder. Nö. Hier noch freie Lava. Ja, unter uns. Nee, hier. Oh. Mann. Warum rennst du mir jetzt eigentlich die ganze Zeit hinterher? Weil ich möchte, dass du die Dias abbaust, außer du willst. Sag mal. Du... Hä? Dann steht unten. Ike, hier, ich hab noch welche. Nein. Oh, sag das doch. Du wolltest auf die warten, vielleicht als Test oder so. Was weiß ich. Darum hab ich's nicht gesagt. Tschüss. Wie, tschüss? Kommst nicht mit, oder was? Ah, nee, gut. Das kann jetzt so bleiben, wie es ist. Mit der Komma hochgefahren. Ich will jetzt wissen, wo die andere ist. Ja, unten bestimmt, die wird zurückgefahren sein. Nö. Dann ist er ganz weg. Aber komm mal zurückgefahren und bleib bitte drinnen sitzen, ohne auszusteigen. Du steigst nämlich automatisch aus. Ich komm. Und normalerweise, mein Minecart stand hier, das hat dann, pass auf, nur ganz komisch. Ey! Alter! Jetzt. Aber ey. Ike, guck mal, warte mal. So. Mal einen Trichter drunter setzen vielleicht.
Das meine ich noch gar nicht. Guck mal hier. Was wäre, wenn wir da das mit der Power Ray, mit der Aktivatorschiene machen? Okay. Das sind ja zwei Blöcke. Ja, du musst dort erst den einen Block machen, den du hier abgebaut hast. Achso, den? Nee, das ist so ein grauer. Aber warum soll ich den machen? Setz den bitte mal hin, damit es so wieder gleich aus. Nee! Nee, ich brauche hier einen weiter nach unten, Ike. Nein! Jetzt. Oh, so will ich es aber gerade haben! Ja, hä? Ich will ja gerade den nach unten haben, Ike. Warum? Du bleibst doch dort oben auf der stehen. Ja, aber ich will wissen, ob die Lore dann weiterfährt. Nein, die bleibt stehen. Nee, die fährt weiter, Ike. So wie ich es wollte. Nur ja. Wir werden rausgeworfen und sie fährt weiter. Ja, aber dann bleibt die dort vorne stehen an dem Block. Du verstehst nicht meine Intention, oder? Nee. Ich möchte die Lore an sich noch weiterführen lassen. In den Nebenraum später, wo wir nicht mehr reinkommen. Dort wird ausgelagert. Warum? Mach doch dort direkt Hoppers drunter. Es sieht halt alles schöner aus dann. Außerdem passiert dann nicht, dass wir diesen Rückstau haben. Es wird ja sein, dass sie mehr als nur eine Lore fährt. Eine Lore plus eine Kistenlore auf jeden Fall noch. Sieht das aus. Reicht doch so. Ja, aber das meine ich halt. Hier ist die mit dem Trichter und die wird dann nicht mehr ausgeladen. Ach, was mache ich denn jetzt hier? Hast du noch ein paar Schienen? Hier. Was machst du jetzt? So, und jetzt kannst du hier unter diesen Schienen Trichter setzen. Verstehst du, das fährt hier automatisch dann langsamer, die Lore? Bis sie stillsteht, genau. Und dann wird sie abgeladen. So. Ja, aber ich wollte es schaffen, dass ich nur wirklich einen Block mit einem Trichter verbrauche. Und nicht hunderte, das ein Block, halt dann ein Block ist Schwachsinn. Wir könnten dann sogar hier an der hier noch so eine Aktivierungsschiene machen, dass es bis hier hinterfährt zur Not. Sonst könnten wir auch hier die Wand nach vorne holen. Wir bauen dann hier so weiter, dass es bloß bis dort hinfährt. Ja, aber es sieht halt doch, in meiner Meinung nach, soll es ja nicht nur funktionieren, sondern schön aussehen. Ja, macht's doch. 50.000 Hopper hier auf dem Boden liegen haben. Superschön. Als ob die einer sieht. Und wenn du sagst Nebenraum, dann machst du halt hier einfach rein. Das Problem hier ist dann allerdings, wir fahren dann auch bis dahin. Ne, wir werden hier rausgeworfen. Achso, ja. Okay, aber. Da fährt dann nur die Lore hin und hier würde ich dann. Das hier so etappenweise runter machen. Nee, warum? Das ist ja wieder dumm. Die kann schon so oben bleiben. Weil ich ja wirklich das erreichen wollte, weil hier unten. Aber wie willst du dann wieder an die Lore rankommen? Willst du dann jedes Mal irgendwo runterkraxeln? Die Lore holen und wieder hier hoch? Da würde ich Justin ran, einfach ran machen. Der hat da einen Mechanismus für, dass die dann einfach wieder hochfährt danach. Wenn sie ausgeladen ist. Wow, dann fährt die wieder bis sonst wohin nach Abdul? Nein, bis hier. Ich nie wohin. Dann setzt er noch eine von diesen Aktivatorschienen. Die man mit dem Hopper an- oder ausmacht. Und dann stoppt er bei der Aktivatorschiene, wenn sie aus ist. Wir können es aber, natürlich können wir es erstmal so machen, wie du meintest, aber es wäre halt einfach nur schöner. Hä? Oh, warte mal. Das nervt mich sowieso gerade hier mit dem Block. Hast du einen Stick dabei? Ja. Ups, das war eine Kiste. Ja.
Dann kannst du das doch so lassen. Dann dürfte die ja eigentlich normalerweise. Ja, dann fährt die dann doch rüber. Warte, ich schnell mich mal hier hin, um sie aufzufangen, notfalls. Ja, die fährt rüber. Okay. Fährt sie auch bei einer deaktivierten Power rüber? Ja. Okay. Weil dadurch kriegt sie ja Speed. Ja, aber wenn die deaktiviert ist, meine ich. Ja, da fährt sie trotzdem rüber. Und sonst kann ich mal nochmal die Tür wieder an? Weil was passiert, wenn da ein Truhen-Minecart drüber fährt? Nicht. Gut, nur wir wären rausgeworfen, wenn wir dann sozusagen nachfahren. Da würde ich auch nicht hier hinten um die Ecke rumbauen. Da würde ich hier vielleicht sogar irgendwie was reinbauen. Ich hätte auch gerade ausgedacht eigentlich. Naja, aber bloß bis hierher, dass dann hier der Hopper hinkommt, dass das Minecart mit dem Hopper bloß bis dahin fährt. Echt, ja. Ist es denn vonnöten, dass das Minecart, wenn es ausgeleert ist, wieder runterfährt? Nee, überhaupt nicht. Weil, normaler, ich habe mir so gedacht, wir haben, wir haben ja hier eine Kiste, dort kommen ja Minecarts und alles rein. Und ich hatte mir das so gedacht, dass hier vielleicht ein Dropper hinkommt, dass wenn du einen Knopf drückst, der hier automatisch ein Minecart setzt, wo du dich reinsetzt und losfährst nach unten. Wir müssen nicht unbedingt ein Minecart mit Hopper platzieren, dass der Sachen hochfährt oder mit einer Kiste. Muss nicht unbedingt sein. Ach so, und meine Anfangsidee wäre halt, wir sind unten in der Mine, besonders wenn es weiter weggeht, dann muss man nicht wegen einem vollen Inventar wieder hochlatschen, sondern tut alles in der Kiste, es wird hier ausgeladen und kann weitermachen. Dann kommt das Minecart irgendwann wieder runter, man lädt das nächste Zeug wieder hoch und bleib die ganze Zeit unten in der Mine. Naja, du bist aber nicht immer am Ende der Mine. Das fährt dir immer bis zum Ende der Mine. Und bis das mal wieder unten ist, vergeht auch eine halbe Ewigkeit. Das dauert nicht mal eine Minute. Und geht auf jeden Fall schneller, als wenn man sich jedes Mal so ein Ding hier abbauen, ist ja auch sinnlos. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Weil ich würde sogar mit dem Minecart dann immer hier hochfahren, mir hier eine Kiste hinhängen, mit meinem Namen zum Beispiel drauf oder so, keine Ahnung, wo ich dann mein Zeug einfach nur einlager. Du, ganz ehrlich, ich werf dir jetzt hier dein. Wieso hab ich so viel Redstone im Inventar? Du warst fahren? Stimmt. Ich werf dir jetzt hier erstmal wieder die Baumaterialien zu, das, was ich da unten noch gemacht habe, zum Offeln. Da fehlt ein solcher. Nee, ich hab alle zugeworfen. Ich hab keinen. Ach nee, wieso die sind? Achso. Da. Wow. Ich würde sagen, lasst ihr doch eurer Kreativität freien Lauf. Ich guck's mir erst an und teste es, wenn es komplett fertig ist. Hol dir einen Justin dazu und gut. Puh, ja, was mache ich denn jetzt? Folge ist auch gleich voll. Ich könnte am Anfang mein Haus einzurichten. Dreck kommt dahin. Das da, das da. Das, das, das. Das. Fischis. Achso, jetzt weiß ich wieder, das mache ich aber in der nächsten Folge. Ich wollte noch was auf das Häuschen bauen. Dazu brauche ich dann wieder bestimmte Sachen. Kann ich mir vielleicht an die Angel setzen? Wenn du die passende Position findest. Das wieder los. Ja.
die passende Position, Ike, das kennt nur der Erbauer, das weißt du schon. Du musst testen, ich musste ja auch testen. Ja, aber du weißt ja wenigstens, welcher Block vorgesehen ist. Das kann bei dir zum Beispiel auch eine ganz andere Position sein. Hä? Das ist nicht immer gleich. Ich habe ja sehr oft Vanilla-Projekte gespielt, auf einem anderen Server zum Beispiel, auf einem ganz großen, wo wir mit Justin, Benny und so weiter immer drauf waren. Da hatte ich ja auch eine. Da stand ich auch nicht immer gleich. Das variiert immer. Wenn du um einen Pixel verschiebst, positionierst du dein Fadenkreuz mit der Angel wieder ganz anders. So. Welcher Block ist denn vorgesehen? Frage ich so rum. Die Tür geht nach links auf. Also musst du dich links hinstellen. Auf die zweite Slab hinten. Ich schau mal. Ja. Aber fertig bin ich da auch noch nicht, weil da geht's dann später noch weiter nach unten, wo dann die ganzen Kisten sind. Mit dem Loot. Das kann ich ja dann später auch noch in Angriff nehmen. Alter, was ist die Loyalität für eine Verzauberung? Dreiz sagt, dass er zurückkommt. Also, toll. Das ist nicht. Ich werde mir dann bestimmt 1, 2, 3 bei irgendjemand nochmal Strings oder Wolle mopsen. Oh Gott. Dann nimm lieber Wolle, weil die Strings brauche ich gerade ein bisschen selber. Wäre recht nett. 8, 16, 24 Wolle sind das. Aber dann kann ich ja jetzt auch nie pennen gehen, wenn du die ganze Zeit AFK angelst. Ist auch wieder scheiße. Das wäre aber bei jedem der Fall, der AFK verangelt. Ja, weil ich dir ja dafür gedacht habe, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Dings mache, ein Timelapse-Video, wo ich unter Tage bin oder den Tunnel baue, da ist es mir ja scheißegal, da muss ich nicht pennen. Mal gucken, irgendwas wird mir schon einfallen. Dann kann ich die erst mal hier wieder reinhauen. So. Ich muss sowieso noch Holz farmen, damit ich da unten weiterbauen kann. Nee, die Skelette. Die sind die nervigsten. Oder sind sie auch die stärksten? Das macht gerade 2 Attack Damage bei dir, Rüstung. Das, was hier draußen rumpimmelt. Bäume verschwinden lassen. Boah, ist okay, wenn ich in deine Richtung komme. Wo ist denn der Eingang eigentlich? Such ihn! Also beim Glas. Nee, nicht beim Glas. Da bist du ja mittendrin. Wie hast du da überhaupt Glas gesetzt? Damit da kein Wasser reinläuft. Sonst ist die ja sinnlos, die Angelfarm. Klar, dann hätte ich es aber einfach zugebracht. Nee, es muss ja frei sein. Da darf nichts drüber sein. Ach so. So, während du angelst, werde ich dann da unten die Kisten weiter platzieren. Ich kann jetzt ein paar Hopper machen. Achte müssten erstmal ausreichen. Ich habe schon allein keine Ahnung, was muss überhaupt passieren?
Du musst die Taste beschweren, in der Hand, genau, mit der du die Angel hast. Und dann ganz normal hinstellen und warten. Nee, ich meine, was muss passieren? Also muss die Angel, wenn ich gedrückt halte, wieder zurückziehen? Nein, ganz normal. Nein, die macht ganz normal die Auswurfanimation, aber der Köder, also dieses Bällchen der Angel, bleibt automatisch im Wasser drin. Verstehst du? Ja, aber ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich mich da hinstelle. Wie gesagt, testen. Da kann man nur nicht mehr machen als probieren. Das da. Die Folge ist auch schon wieder zu lang.